Liebe Studierende, wir haben uns in den letzten Videos schon ziemlich ausführlich mit dem Konzept des Signifikanztests beschäftigt. Wir hatten mit dem sozusagen ganz ursprünglichen Vorgehen nach Fischer versucht, erstmal zu sehen, aha, wenn ein Stichprobenmittel zum Beispiel, ein sogenannter Effekt, den ich beobachte, zum Beispiel mein Stichprobenmittel hat die und die Größe, wenn das hinreichend weit weg von dem ist, was eine Nullhypothese uns diktiert hätte, wo der wahre Parameter liegen sollte, dann kommen wir zu dem Schluss, die Wahrscheinlichkeit dieser Daten oder noch extremerer Daten unter dieser Nullhypothese ist sehr klein. Das ist das, was man dann als signifikant bezeichnen könnte nach Fischer, und man würde die Nullhypothese verwerfen. Neyman und Pearson haben uns dann gezeigt, dass das etwas formalisierter gehen könnte, wirklich zwei widerstreitende Hypothesen zu formulieren und dann zu schauen, sich a priori zu überlegen, wo man den Cutoff setzen sollte und könnte, um zu sagen, man möchte on the long run, wie ich dann immer sage, mit diesem Anglizismus, auf lange Sicht nur so und so viel Fehlentscheidungen treffen beim Verwerfen der Nullhypothese. Das ist der sogenannte Alpha-Fehler. Und so haben die dann so ein ganzes Framework geschaffen. Und wir sehen heute jetzt nochmal ein bisschen, dass das oft ein ganz schönes Kuddelmuddel ist, was die Leute dann so tatsächlich fabrizieren und was sie sich so zusammen interpretieren auf der Basis von Signifikanztests. Das Video heute hat eigentlich im Kern vor allem die wichtige Rolle, also so eine gewisse Kritik des Signifikanztests zu machen. Sie mögen einwenden, muss das denn sein? Wir sind hier in Statistik 1, wir wollen doch erstmal lernen, wie es überhaupt funktioniert. Ich würde sagen, ja, die empirischen Wissenschaften, besonders die Sozialwissenschaften, sind die letzten Jahrzehnte quasi unter einer erdrückenden Dominanz des Signifikanztests gestanden. Das ändert sich ein bisschen zurzeit. Aber so oder so ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir eine gute Methodenkritik des Signifikanztests erlernen hier. Oder Sie können auch ganz einfach sagen, Freiheit der Forschung und Lehre. Mir ist es sehr, sehr wichtig, Ihnen diese Methodenkritik auch zu vermitteln. Das ist im Übrigen was wir heute hier sehen, was sich auch in ganz vielen Wissenschaftlergehirnen so der letzten Jahre erstmal durchsetzen musste. Die Idee, oder sagen wir mal, die vielen Fehlinterpretationen, die so ein Signifikanztest eigentlich erlaubt. Normal ist also, man wendet Signifikanztests ein paar Jahre erstmal an, um dann zu merken, das kann ich alles damit gar nicht sagen, was ich sagen wollte. Und vielleicht gehören Sie dann schon zu der Generation von Studierenden, die eben nicht mehr diese Anfängerfehler machen müssen, sondern es gleich vielleicht ein bisschen kritischer reflektieren können. Also, wenn wir den Signifikanztest heute kritisieren wollen, dann kommen wir noch an einem großen Konzept vorbei, und das ist die Effektstärke. Wie groß war der Effekt eigentlich, den wir hier in unserer Stichprobe beobachtet haben? Damit einhergehend auch ein bisschen, wie groß ist der Effekt eigentlich auf Populationsebene? Aber damit werden wir uns noch beschäftigen. Aber das ist so das eine große neue Keyword, was später im Video noch auftauchen wird. Also, lassen Sie uns erstmal den Signifikanztest etwas kritischer beleuchten. Wir hatten gegen Ende des letzten Videos gesagt, nun ja, in der Praxis könnte man eigentlich einen Signifikanztest sauber durchführen, wenn man sagen würde, ich prüfe die Anwendungsvoraussetzungen. Ich lege mich nach Neyman Pearson vorab fest, auf der Basis von inhaltlichen Überlegungen, wie viel Alpha-Fehler möchte ich in Kauf nehmen, im besten Fall sogar auch, wie viel Beta-Fehler. Dann würde ich meine Daten erheben, würde die empirische Teststatistik bekommen, die ich dann mit diesem vorher schon festgelegten Schwellwert der Teststatistik, definiert durch das Alpha, vergleichen könnte. Und dann könnte ich die Entscheidung treffen, eine ebenfalls wohl definierte Nullhypothese zu verwerfen und zu erklären, der Test ist signifikant. Was in der Praxis stattdessen passiert, wird so ein bisschen, fast bösartig als Null Hypothesis Significance Testing bezeichnet, NHST in der Literatur, also in der Methodenliteratur. Und das ist eigentlich eine ganz illegitime, also eigentlich einfach durch nichts zu begründende Hybridvariante aus dem, was Fischer vorgeschlagen hat und dem, was Neyman Pearson so vorgeschlagen haben.
Wenn man es ganz drastisch ausdrücken will, kann man erstmal sagen, von Anwendungsvoraussetzungen spricht man im schlimmsten Fall nie, guckt gar nicht, ob das überhaupt, ob die überhaupt gegeben sind. Diese inhaltliche Überlegung, wie viele Fehler möchte ich machen, ist eigentlich keine inhaltliche Überlegung, sondern ist ein reines Ritual. Man sagt 5%. Also über das Alpha wird per se auch gar nicht gesprochen, sondern es, als wäre das irgendwie Gott gegeben, dass dieses Alpha bei 5% liegt. Man erhebt in der Regel einfach, in diesem schlimmsten Fall sozusagen, hat man einfach sowieso Daten erhoben, hat sich keine Hypothesen wirklich überlegt, sondern hat eben mal drauf losgemessen. Was im Übrigen auch okay wäre, das wäre dann eben ein exploratives Vorgehen, aber es ist eben kein Hypothesentesten. Man kombiniert aber dieses einfach Datenerheben dann trotzdem mit Werkzeugen von Fisher und von Neyman Pearson, indem man eine Teststatistik ermittelt, so ein T-Wert zum Beispiel, und für den natürlich aus so einer T-Tabelle auch einen P-Wert bekommen kann. Und diesen P-Wert vergleicht man dann reflexhaft mit dieser Schwelle von 5%, ja? Und erklärt dann, spricht dann von Signifikanz, ohne die Hypothesen, die man eigentlich getestet hat, weil man hat eigentlich auch gar keine getestet, oft, wenn man ehrlich ist, noch präzise zu benennen, sondern man sagt, das ist signifikant. Ja? Und das ist also sozusagen ein hohles Ritual, wie manche zu Recht anprangern, ein Null Hypothesis Significance Testing Ritual quasi. Das wollen wir natürlich nicht machen und ich hoffe, dass die zwei letzten Videos Ihnen auch aufgezeigt haben, dass dahinter schon andere Gedanken steckten, sowohl bei Fisher als auch bei Neyman Pearson und dass so ein hohles Ritual einfach nicht informativ sein kann. Eine wichtige Klarstellung, die mit einhergeht, wenn wir also jetzt erstmal vermeiden wollen, in diese Fallen zu tappen, wäre zu sagen, der von Fisher als Maß vorgeschlagene P-Wert, der hat nichts mit dieser mit diesem Entscheidungsschwelle, mit diesem in Kauf genommenen Fehler Alpha von Neyman und Neyman Pearson zu tun. Dieses Alpha, das hatten wir ja beim Konfidenzintervall uns vorher überlegt und beim Signifikanztest auch, aber es war eben Teil von so einem ganzen Entscheidungsframework zu sagen, wie viele Fehler möchte ich auf lange Sicht machen oder bin ich bereit in Kauf zu nehmen? Welche Unsicherheit oder welchen Raum für Fehlentscheidungen möchte ich lassen. Das hat erstmal nichts mit diesem P-Wert zu tun. Es ist also wichtig, dass Sie das mal klar halten. Wir haben dann nachher auch hier in den Unterlagen noch eine ganze Tabelle, wo ich das mal versucht habe, wirklich gegenüberzustellen. Was wissen wir über den P-Wert? Was wissen wir über dieses Alpha? Und warum ist es nicht das Gleiche, obwohl es in unserem Kopf, wenn wir so drauf losarbeiten in den empirischen Sozialwissenschaften und so im Alltag auch von so einer Bachelorarbeit sehr schnell alles sehr verschwimmen kann. Was ist denn ein P-Wert eigentlich? Dieser P-Wert, der kam bei Fisher vor und es verdient einfach nochmal hier ein bisschen Betonung, auch in diesem Kritikvideo des Signifikanztests zu sagen, was sagt ein P-Wert eigentlich? Ein P-Wert besagt genau eine Sache, die erstaunlich viele Leute nicht kapieren oder nicht auf den Punkt bringen können. Ein P-Wert besagt, wie wahrscheinlich ist es, diesen Effekt zu beobachten, genau diese Daten, diese Statistik zu beobachten, zum Beispiel diesen Mittelwertsunterschied zu beobachten oder einen noch größeren Effekt, einen noch größeren Mittelwertsunterschied, einen noch größeren Mittelwert zu beobachten, wenn, schauen Sie immer bitte auf diesen Strich da, wenn die Nullhypothese gilt. Der P-Wert ist also irgendwie eine Probability, P, aber eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Die bedingte Wahrscheinlichkeit, diese oder noch extremere Daten zu beobachten, wenn die Nullhypothese gilt. Unter der Nullhypothese, so fangen wir immer an, das ist sozusagen ein bisschen doppeldeutig, weil wir auf die Fläche unter so einer Kurve gucken. Aber diese Kurve, die wir da sehen, die uns der zentrale Grenzwertsatz quasi diktiert, diese Verteilung möglicher Statistiken, möglicher Kennwerte, die ergibt sich eben nur, wenn die Nullhypothese gilt. Oder wenn die Hypothese gilt, die wir gerade unserem statistischen Test zuführen. Und das ist eben in diesem Framework die sogenannte Nullhypothese. Ja? Also hier in diesem kleinen Beispiel ist also so eine Kurve gezeigt. Und jetzt hat jemand also einen T-Wert von 4 beobachtet,
mit 15 Freiheitsgraden, hat da vielleicht so einen einseitigen Hypothesentest durchgeführt und findet dann also die Wahrscheinlichkeit, einen T-Wert von 4 zu beobachten, ist bei 16, Entschuldigung, bei 15 Freiheitsgraden sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn die Werte sich rund um 0 verteilen, die T-Werte, weil eben gar kein Effekt vermutet wird. Also sie verteilen sich rund um den vermuteten Effekt, der unter dieser Null-Hypothese vermutet wird, eben symmetrisch. Und jetzt wären da zum Beispiel nur ganz wenige, es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, sowas Extremes zu beobachten. Das ist ein unglaublicher Seiltanz beim P-Wert, auch wenn man so frei wie ich jetzt gerade spricht, da keinen Fehler zu machen, weil es so eigentlich ganz simpel ist und trotzdem sehr viele Möglichkeiten zur Fehlinterpretation gibt. Und die sehen wir jetzt nochmal, diese Fehlinterpretation. Nochmal, das, was hier auf dem Slide steht, ist die einzige gültige Definition. Ich gebe meinen Studierenden oft gerne an der Stelle noch mit, dass ich sage, eigentlich auch wenn sie in der Klausur Definitionen des P-Werts angeboten bekommen und müssen entscheiden, welche die richtige ist, sage ich jetzt nur so scherzhaft, muss nicht genau stimmen, aber oft ist es dann einfach so, dass die komplizierteste Definition die richtige ist, weil man es kürzer eigentlich nicht sagen kann. Man kann es nicht kürzer sagen als der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, diese oder noch extremere Daten zu beobachten, wenn die Nullhypothese gilt. Aber was ist der P-Wert alles nicht und was glauben Leute, was der P-Wert alles ist? Und wenn man einen Wissenschaftler morgens um 5 weckt, zu früh und ihn irgendwie schnell versucht, eine Definition zu entlocken, bekommt man sicher alles Mögliche, nur nicht diese genau korrekte Definition, sondern vielleicht bekommt man angeboten, ein P-Wert, das ist im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist. Und dann wäre es ja so, aha, kleiner P-Wert, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist, sehr, sehr klein. Das ist falsch. Und dass das falsch ist, kann man besser sehen, wenn man sich das einfach mal aufschreibt. Das habe ich hier in Rot noch getan. Wenn wir sagen, dieser Satz hier würde ja besagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese gilt? Das wäre das. Aber Sie wissen jetzt schon genug über bedingte Wahrscheinlichkeiten und sonst gehen Sie gerne nochmal zum Video über Wahrscheinlichkeitsrechnung zurück, um zu sagen, es gibt, wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass das das Gleiche sein soll, wie die bedingte Wahrscheinlichkeit der Daten oder noch extremere Daten gegeben die H0. Ja, also warum sollte das das Gleiche sein? Des Weiteren glauben dann natürlich dazu passend, oft sind es die gleichen Leute, die das glauben, dass sie sagen, ein kleiner P-Wert, das ist eigentlich der Beweis, dass meine Alternativhypothese stimmt. Dass das nicht stimmt, sehen Sie, wenn Sie nochmal zu Neyman Pearson zurückgehen. Wir haben gesagt, wir haben die Nullhypothese einem Signifikanztest unterworfen. Wir haben vielleicht eine bestimmte Schwelle überschritten. Der P-Wert war ausreichend klein, kleiner als unser festgelegtes Alpha, sodass wir sagen, wir verwerfen die Nullhypothese und deshalb glauben wir bis auf Weiteres an die Alternativhypothese. Das ist natürlich eine winkeladvokatische Aussage, die aber was anderes ist, als zu sagen, ich habe bewiesen, dass die Alternativhypothese wahr ist. Man nennt diesen Fehlschluss manchmal auch Valid Research Fantasy oder manche Leute bezeichnen den so. Das wäre ja, wenn das so wäre, wäre das ja so, aha, ich habe mit dem P-Wert letztlich direkt, kann ich ablesen, wie wahrscheinlich ist es, dass die Alternativhypothese stimmt. Also meine Forschungshypothese, das ist natürlich prima, das ist das, was ich eigentlich will. Und es kommt ja auch noch ein Video dieses Semester und da sehen wir das dann, dass in so einer bayesianischen Statistik wir dem ein bisschen näher kommen können, dass wir so zwei Hypothesen in ihrer Wahrscheinlichkeit direkt vergleichen können. Das geht hier also mit einem P-Wert auf jeden Fall nicht. Ein P-Wert ist nach wie vor die Wahrscheinlichkeit der Daten, gegeben, dass die Nullhypothese wahr ist. Über die Alternativhypothese steckt in dem P-Wert einfach gar nichts drin. Das verwundert nicht weiter, denn Fischer, der den P-Wert erfunden hat, der hat ja auch gar keine Alternativhypothese formuliert. Also da muss man aufpassen. Des Weiteren, es geht leider noch ein bisschen so weiter. Ein kleiner P-Wert, denken manche, habe ich wahrscheinlich auch mal gedacht in meinem Leben, wäre der Beweis, dass die Nullhypothese falsch ist. Das heißt also, es besteht kein Unterschied oder ähnliches. Das ist sehr, sehr ähnlich zu dem ersten Punkt oben. Das ist quasi jetzt das Komplement dazu, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass H0 nicht gilt.
Da ist jetzt zwar mal kurz die Alternativhypothese wenigstens außer Acht gelassen, aber dann würde es so uminterpretiert, dass kleiner p-Wert, dann ist bestimmt die Nullhypothese falsch. Da hilft es sich nochmal dran zu erinnern, auch unter dem zentralen Grenzwertsatz ist es ja so, ja, extreme Ereignisse, sozusagen extreme Abweichungen sind unwahrscheinlich, das ist der p-Wert sozusagen, aber sie sind nicht ausgeschlossen. Und daraus jetzt zu schließen, dass die Nullhypothese per se falsch ist, ist eben, kann man machen, ja, aber es ist nicht der p-Wert, der das besagt. Und auch eine wirklich beliebte Interpretation, als ich studiert habe in den 90ern, stand die, glaube ich, auch teilweise echt noch in vielen Lehrbüchern. Sie können gerne, wenn Sie wollen, sich selber prüfen wollen, gucken Sie mal in die verschiedensten Lehrbücher rein, die Ihnen so unterkommen, vielleicht auch bei Google Books oder so, was Sie für Definitionen finden. Mich würde es nicht wundern, wenn Sie auch die Definition, die wir uns jetzt hier noch anschauen, mit den 2% als Beispiel, wenn Sie die noch finden. Also, oft wurde früher Signifikanz so eingeleitet, dass man so erklärt hat, ja, ein p-Wert. Wenn zum Beispiel der p-Wert 2% ist, dann bedeutet es, wenn Sie das Experiment jetzt 100 Mal wiederholen, würde in, also letztlich 1 minus p, nämlich also 100 minus 2, also 98 Fällen, wieder dieses Ergebnis resultieren. Also so der Traum, dass einem der p-Wert sowas wie die so über die Robustheit sagen sollte. Das hieße ja, je kleiner der p-Wert, umso eher glauben Sie, dass das so ein ganz robustes, replizierbarer Befund ist, den Sie jetzt hier haben. Wiederum leider ist das ein Versuch, etwas über die Wahrscheinlichkeit dieser Daten auszusagen, ganz allgemein. Also da hätten wir jetzt sowas wie die Wahrscheinlichkeit der Daten oder auch wenn man sagt, eins, also der p-Wert wäre sozusagen so 1 minus die Wahrscheinlichkeit dieser Daten, dass die so zustande kommen. Das ist was anderes als die bedingte Wahrscheinlichkeit dieser Daten, gegeben eine sehr spezielle Hypothese, die Nullhypothese. Und einen haben wir leider immer noch, eigentlich vielleicht fast der beliebteste Fehlschluss, soweit es wäre eigentlich der attraktivste, nämlich ein p-Wert von 5%, 0,05 heißt, dass das Ergebnis mit einer höchstens 5%igen Wahrscheinlichkeit durch Zufall zustande kam. Ich weiß, erahne, woher diese Definition kommt mit diesem Zufall. Wir werden das in Statistik 2, die mitmachen, die Psychologinnen und Psychologen zumindest, werden in Statistik 2 das nochmal sehen, dass man nach den Fischerschen Randomisierungstests, eine spezielle Art, wie Fischer eigentlich auch auf Signifikanz testen wollte, dass sich dort so ein bisschen die Formulierung hereingeschlichen hat, dass dieses Ergebnis nur durch Zufall zustande kam. Allerdings nochmal, über wie das Ergebnis zustande gekommen ist oder warum wir jetzt gelandet sind, wo wir gelandet sind mit unserer extremen Teststatistik relativ zu dem, was die H0 diktiert hätte, ob das was mit Zufall zu tun hat oder nicht, steckt im p-Wert eben überhaupt nicht drin. Das ist die sogenannte Odds Against Chance Fantasy. Also als hätte man, wenn man einen kleinen p-Wert hat, jetzt sozusagen sehr gute Chance, dass das auf keinen Fall durch Zufall zustande gekommen ist. Wir sehen nachher an den kleinen Stichproben noch, dass das überhaupt nicht so sein muss. Also es bleibt dabei. Langer Rede, kurzer Sinn. Aber das war eine gut investierte Viertelstunde, glaube ich, dass wir gesagt haben, das alles ist nicht der p-Wert. Der p-Wert besagt, und das gilt für jeden p-Wert, den Sie da draußen irgendwo in wissenschaftlichen Publikationen in Klammern irgendwo geschrieben sehen, oft in der Nähe des Wortes Signifikanz, dass ein Ergebnis signifikant war. Der p-Wert besagt einfach nur, unter einer Nullhypothese, die dieser Berechnung zugrunde lag, die wird auch allermeistens leider gar nicht explizit gemacht, aber es muss eine gegeben haben, auf die sich diese Berechnung bezieht. Unter dieser Nullhypothese, wenn die gilt, wie wahrscheinlich ist es dann, jetzt sind wir vor dem Strich, diese oder noch extremere Daten zu beobachten? Der p-Wert gibt anders als als diese Replication Fantasy, da gerade diese Fehlinterpretation das angedeutet hat, leider nur eine sehr schwache Indikation dafür, was bei einer Replikation dieses Experiments passieren würde. Der p-Wert ist notorisch instabil, so gesehen, numerisch auch instabil. Also wenn Sie tatsächlich das gleiche Experiment durchführen und der p-Wert war 0,03,
in Ihrem Experiment, in Ihrer Stichprobe mit 20 Studierenden oder 20 und 20 Studierenden in zwei Gruppen und Sie bekommen diesen P-Wert von 0,3. Ich persönlich würde dann nicht viel drauf wetten, was bei einer genauen Replikation dieses Experiments passiert, dass dort wieder ein P-Wert roundabout 5% oder 3% rauskommt, würde ich nicht sagen. Der P-Wert ist, wie wir gleich sehen werden, auch nicht die Effektstärke, also die Größe letztlich die direkte Auswirkung der Manipulation, die ich erzeugen wollte, zum Beispiel mit einer Kontrollgruppe, einer Experimentalgruppe. Effektstärke müssen wir uns gleich extra angucken. Aber der P-Wert ist keine Effektstärke. Der P-Wert gibt uns auch anders als das Konfidenzintervall keinen plausiblen Wertebereich, wo ein hypothetisierter Populationsparameter liegt. Wir haben im P-Wert nur implizit eine Information über einen Populationsparameter einbezogen, nämlich der unter der H0 gelten sollte. In Bezug dazu bewegen wir uns, aber wo andere mögliche, alternativ wirklich geltende Populationswerte liegen, bekommen wir mit einem P-Wert nicht. P-Wert ist eben keine Intervallschätzung. Es läuft alles ein bisschen darauf hinaus, dass wirklich nur sehr, sehr, sehr kleine P-Werte, also irgendwie, wir sehen es nachher nochmal an einem Beispiel, auf jeden Fall nicht 5%, sondern vielleicht ein halbes Prozent oder noch weniger. Sie sehen oft in auch neurowissenschaftlichen Arbeiten oder so mal irgendwie P-Werte von 10 hoch minus 17 oder sowas, also 0,00001 oder sowas. Da sind wir in einem Bereich, wo man sagen muss, das passt nun überhaupt nicht zu dieser Nullhypothese. Es ist so unwahrscheinlich unter der Nullhypothese, dass man dem einen Informationswert abgewinnt. Aber für vieles, was wir in den Sozialwissenschaften so haben und was einfach auch in den letzten Jahrzehnten publiziert wurde, Effekte rund um 5% oder so gerade an der Grenze zu 5%, muss man sagen, ist jetzt nicht so belastbare Evidenz für irgendwas. Dass das nicht so ist, sieht man sehr schön, wenn man sich eine alternative Interpretation anguckt des P-Wertes. Also wir bleiben jetzt, diese falschen Interpretationen lassen wir jetzt bitte hinter uns, aber ich biete Ihnen mal noch eine Art an, den P-Wert zu lesen, die ich selber sehr produktiv oder interessant finde. Nämlich zu sagen, ich kann das sozusagen erstmal in Worten, was hier in dick grün steht, in Worten mal umformulieren und könnte richtigerweise sagen, was sagt der P-Wert mir? Der P-Wert sagt mir, wie überrascht sollte ich denn sein, diese Daten zu beobachten, wenn diese Nullhypothese gilt? Ja, also wieder zentraler Grenzwertsatz. Wir würden unter der Nullhypothese erwarten, wenn die gilt, dass sich die Teststatistiken, die ich bekomme, die Sie bekomme, wenn Sie dieses Thema beackern, sich irgendwie hauptsächlich so rund um den wahren Wert unter der Nullhypothese verteilen sollten. Und dann je extremer wir gehen, umso seltener sollte das ja vorkommen. Und entsprechend, sehen Sie gleich, wie das zusammenhängt, umso überraschter könnten wir sein, wenn es denn dann doch passiert. Und diese Umformulierung, die können Sie mathematisch tatsächlich ganz einfach machen, indem Sie, das sehen wir hier, einen aus dem P-Wert, ja, also kannst du auch einmal hinschreiben und so sehen, P war ja gleich die Wahrscheinlichkeit der Daten oder noch extremere Varianten davon gegeben, dass die Nullhypothese gilt. Das lässt sich sozusagen umrechnen in einen Surprisal oder S-Wert, Surprise, und das ist einfach minus zweimal der natürliche, der, nee, minus der Logarithmus zur Basis 2 dieses P-Werts. Was passiert denn da? Ein P-Wert ist ja sozusagen zwischen 0 und 1, richtig? Eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn Sie jetzt davon den Logarithmus nehmen, egal zu welcher Basis, dann ist alles, was zwischen 0 und 1 ist, auf einmal zwischen 0 und minus unendlich. Also das wird eigentlich erstmal negativ. Wenn Sie davon jetzt noch das Minus wieder nehmen, dann kommen Sie auf eine Achse, die eigentlich von 0 quasi bis Richtung unendlich geht, sozusagen. Was Sie also machen, ist eine Art Transformation des P-Werts in einen sogenannten Surprisal-Wert. Der P-Wert geht über in einen Surprisal-Wert. Und das sehen wir gleich noch an einem Beispiel. Und das Schöne an dieser Interpretation von Surprisal ist, dass ich sagen kann, wie viel Überraschung soll ich denn, wie überrascht soll ich denn jetzt sein? Und zwar in einer Größe zwischen 0, bin überhaupt nicht überrascht, und unendlich, ich bin sehr, sehr überrascht.
Das passt ein bisschen besser, das können wir uns auch ein bisschen besser vorstellen als diese komische Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1, wo wir auch nicht genau wissen, ist jetzt 0,06 irgendwie anders als 0,04 und ist 0,8 irgendwie anders als 0,5. Wenn wir das überführen in Surprisal, der von 0 bis unendlich gehen kann, dann können wir uns das so ein bisschen besser vorstellen. Das ist dann so ein was Schönes, ist wie so ein natürliches Längen- oder Größen-Magnitudenmaß irgendwie. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben eben so einen P-Wert von gerade so 0,05, ja, da wo Sie nach Neyman-Pearson jetzt vielleicht sagen würden, ach, das sind ja so 5%, könnte ich als Alpha nehmen, dann wäre ich mit diesem P gerade in so einer Schwelle, dass ich es als signifikant erkläre. Was bedeutet das, wenn wir das umrechnen in Surprisal? Das bedeutet ein Surprisal von etwa bisschen mehr als 4, und da wir den Logarithmus zur Basis 2 hier genommen haben, ist das Ganze, ist die Einheit dieses Surprisals Bits oder ja, nee, Bits, genau, also Informationen in Bits. Und ich könnte sagen, das ist jetzt hier in Orange gezeigt, wenn diese zum Beispiel die Nullhypothese ist, ist nur ein Beispiel, aber da ist es ganz eingängig, wenn man nur so ein binäres Ereignis wie einen Münzwurf hat. Wenn wir sagen, eine Münze ist fair, dann ist das quasi jetzt mal unsere Nullhypothese. Wir könnten sagen, der Parameter, um den es geht, ist quasi Anteil 50%. Eigentlich sollte sozusagen auf lange Sicht unter dieser Nullhypothese ja gleich oft Zahl und Kopf kommen. Das wäre das, was die Nullhypothese vorhersagen würde. Und jetzt fangen Sie an, Münzen zu werfen. Und Sie werfen aber viermal am Stück einen Kopf. Sind Sie jetzt überrascht? Können Sie gerne mal machen. Ich habe es mit einigen von Ihnen auch im ersten Semester vielleicht durchgeführt. Ich mache es gerne mal mit dem ganzen Hörsaal. Es gibt auch schöne Videos dazu, wo Sie das sehen, wo ein ganzer Hörsaal mal so eine Münze wirft und man schaut sozusagen, bei wie viel von euch tritt es eigentlich auf. Dann stellen Sie schnell fest, viermal einen Kopf zu werfen nacheinander ist eigentlich, kommt eigentlich ziemlich häufig vor. Und entsprechend, auch wenn Sie das jetzt nur so lesen, würden Sie sagen, ja gut, das kann schon mal vorkommen. Also irgendwie merken Sie selber, so intuitiv sind Sie nicht so wahnsinnig überrascht von viermal Kopf. Und das sagt Ihnen der Surprisal. Aber was Sie jetzt neu hier heute lernen, ist, ein P-Wert von 0,05 entspricht genau so einer Surprise oder so einer Überraschung. Ich habe das hier für Sie mal und für mich selber gegeneinander abgetragen. Ich habe hier unten P-Werte, die werden immer, immer, immer kleiner. Das ist jetzt hier so eine Darstellung, auch eine logarithmische Darstellung eigentlich. Sie haben hier in Rot so ein paar wichtige P-Werte, die Sie kennen. Also zum Beispiel hier, das wäre 0,05, ein P-Wert. Und das war das Beispiel, was wir gerade hatten. Das entspricht einer Surprise von etwa 4 Bits, bisschen mehr, also so etwa viermal eine Münze in eine Reihe werfen. So überraschend ist eigentlich es, so überraschend ist es, unter der H0 mal ein P-Wert von 0,05 zu bekommen. Ja, oder also diesen P-Wert von 0,05. Wenn Sie dann sozusagen mal zu P gleich 0,0.01 gehen, also vielleicht machen Sie das, weil Sie ein Signifikanzniveau von 1% angelegt haben und dann erreichen Sie das gerade mit Ihrem P-Wert. Und dann sagen Sie, aha, jetzt ist es aber wirklich signifikant, dann ja, ist es natürlich so, dass es tatsächlich auch überraschender ist, das Ergebnis. Das entspricht etwa siebenmal in Folge quasi einen Kopf zu werfen und so weiter. Und wenn wir dann, je kleiner der P-Wert wird, umso größer wird also der Surprisal. Sie sehen, hier sind wir schon bei 10 hoch minus 6. Da haben wir dann irgendwie sowas wie 20 Mal das gleiche Symbol, sozusagen der gleiche Outcome, zum Beispiel 20 Mal Kopf nacheinander bei einer eigentlich fairen Münze. Da muss man dann sagen, da passiert dann das, was der Signifikanztest ja auch machen soll und was Fischer uns schon gelehrt hat. Da kommen Sie dann an den Punkt, wo Sie sagen, das passt einfach nicht zu dieser Nullhypothese. Ich glaube nicht, dass das eine faire Münze ist, wenn da 20 Mal es gerade kam. Und dieses Ich glaube nicht, das ist der Surprise. Diese Tabelle hier, die möchte ich jetzt im Video gar nicht bis ins letzte Detail durchdeklinieren. Die ist wirklich fürs Selbststudium gedacht. Die summiert aber auf einen Blick, oder auf einen Slide, alles, was wir so über den P-Wert wissen, in der einen Spalte, und alles, was wir über Alpha nach Neyman und Pearson wissen, als eine
als eine Schwelle, die wir uns a priori überlegen, die Teil unserer Entscheidungsfindung sein soll. Die spielt eine Rolle beim Konfidenzintervall und beim Signifikanztest. Und die beiden, alles, was die eigentlich miteinander zu tun haben, anders gesagt, ist, die Tradition leider hat sich eingeschliffen, dass man den P-Wert ab 5% ernst nimmt. Das hat Fischer irgendwann mal aus Versehen erwähnt. Er sagte zum Beispiel ab 5%. Und dass sich im Laufe der Jahre als Signifikanzniveau im Neyman-Pearson Sinne eben die 5% etabliert haben als Fehlerwahrscheinlichkeit, die man auf lange Sicht als sogenannter Typ-1-Fehler in Kauf nehmen will. Sie haben auch einiges gemeinsam. Das sind, wenn man so will, beides bedingte Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn wir uns nur das hier kurz angucken, in Fett, in der zweiten Zeile, ist das eben schon was anderes. Der P-Wert ist, über den haben wir jetzt schon lang genug heute gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, diese, die ich beobachtet habe, oder eine noch extremere Teststatistik zu beobachten, wenn die Nullhypothese zutrifft, also gegeben, dass die Nullhypothese zutrifft, diesen bedingten Strich da hinten nicht vergessen. Und der Fehler erster Art ist eigentlich was ganz anderes. Der Alpha ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler erster Art zu begehen. Und Fehler erster Art ist eben selbst wieder so eine Art bedingte Wahrscheinlichkeit, weil ich sagen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Nullhypothese verwerfe, gegeben, dass die Nullhypothese zutrifft. Und da sehen Sie nochmal den großen Unterschied. P ist etwas, was mit unseren Daten, mit der Teststatistik zu tun hat. Während Alpha erstmal nur mit unserem Entscheiden sozusagen zu tun hat, mit dem, was wir tun, mit dem Begehen eines Fehlers oder einer bestimmten mit dem Begehen einer bestimmten Entscheidung, wenn man so will. Ja? Genau, die Tabelle selber gehe ich jetzt gar nicht im Detail durch, aber die hilft Ihnen vielleicht darüber ein bisschen zu reflektieren. Immer voraussetzend, dass wir jetzt hier in der Statistik 1 gegen Abschluss wirklich relativ komplexe Konzepte uns angucken. Das ist mir völlig bewusst. Das ist nichts Triviales. Und wenn Sie sich unglaublich verwirrt fühlen vom P-Wert und von Alpha, dann versuchen Sie das weder an dieser Stelle, weder mir erstmal anzulasten, auch wenn ich es vielleicht nicht ideal erkläre, aber auch nicht sich selber anzulasten, sondern akzeptieren Sie das mal, dass das einfach echt komplizierte Konzepte sind. Also vor allem das Konzept des P-Werts im Abgleich mit Alpha, das ist jetzt schon komplizierter, wird es eigentlich auch nicht mehr dieses Semester und war es bisher auch nicht. Gut, bleiben wir bei einer kritischen Beleuchtung des ganzen Signifikanztests. Ich hatte schon angedeutet, leider ist es ritualhaft so geworden, dass man Alpha eben nicht hinterfragt, wie Neyman-Pearson das sich gedacht hatten, dass man sich das aktiv überlegt als Teil des Entscheidungsprozesses, wie viel Fehlerwahrscheinlichkeit man in Kauf nehmen will, sondern man nimmt eben 5% als Alpha. Aber wann könnte ich denn wirklich sinnvollerweise davon mal abweichen und warum sollte ich das tun? Und hier müssen wir eben ein bisschen wirklich mal unterscheiden, was ist eigentlich schlimmer? Und das sind inhaltliche Fragen. Das sind Fragen, die Sie mit ihrer Betreuerin in der Abschlussarbeit ruhig mal besprechen sollten. Das sind Fragen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie später mal eine empirische Erhebung irgendwo leiten. Hier sind mal zwei Szenarien gezeigt, beispielhaft das obere und das untere. Oben in Grau und Grün ein Szenario, wo wir sagen würden, stellen Sie sich vor, es gibt für eine Erkrankung überhaupt keinen Wirkstoff. Beispiel Covid-19. Ja, wir haben immer noch Pandemie hier. Wir haben kein Medikament, von dem wir wüssten, dass es wirksam diese neu aufgetretene, komplexe systemische Krankheit bekämpfen kann. Es gibt vielleicht ein paar Kandidaten, aber wir haben keinen. Jetzt ist es ja so, und wir sind noch in der Frühphase, Sie machen vielleicht dazu zum Beispiel präklinische Studien, also wir können es ruhig beim Namen nennen, das sind ja sehr oft dann auch Tierstudien. Sie sind noch in der frühen Phase. In dieser frühen Phase hängt ja sehr viel davon ab, wie es dann weitergeht. Wenn Sie jetzt in Ihrer Frühphase sagen, das bringt nichts, ich kann nicht, da gibt es keinen Effekt, dann endet an der Stelle auch vielleicht eine ganze potenzielle Forschungslinie, die aus der noch was werden könnte. Sie wollen also eigentlich an der Stelle, haben Sie jetzt keinen Grund, übermäßig konservativ zu agieren, so würde ich das nennen, oder so nennen wir das auch in der Statistik. Sondern Sie sollten bereit sein, auch vielleicht das
potenziell fälschliche Verwerfen der Nullhypothese, also diesen Typ-1-Fehler oder Alpha-Fehler, zu begehen und würden entsprechend vielleicht bei Ihrem Entscheiden, wo legen Sie die Grenze, was ist so ein kritischer Testwert, den Sie sehen wollen, damit Sie sagen, das ist signifikant, den würden Sie vielleicht so wählen, dass eigentlich das Alpha nach Neyman und Pearson dann eher 10% beträgt oder vielleicht auch sogar 20%. Das hieße ja, wenn Sie so viel, haben Sie jetzt vielleicht schon in T-Tabellen reingeguckt zum Beispiel, üblicherweise kleinere T-Werte wären ausreichend, um Signifikanz zu deklarieren oder zu erklären, ja, statistische Signifikanz. Das ist einfach vielleicht ein ganz anderes Szenario, als zu sagen, ich mache die 12. Grundlagenstudie zum Beispiel zu Modellen der räumlichen Kognition, also sagen, wie ist in unserem Denkapparat, in unserem Gehirn Raum organisiert. Einfach so ein Grundlagenthema, das möchte ich damit nur sagen. Ein sicher interessantes, aber eben ein Grundlagenthema. Und es gibt zum Beispiel in diesem Bereich gut etablierte Modelle. Wir verstehen ganz gut, welche Faktoren einen Einfluss haben auf unsere Raumwahrnehmung etc. Und jetzt kommen Sie mit einer zusätzlichen Bachelorarbeit oder einer zusätzlichen Studie. Hier wäre es vielleicht völlig adäquat, ein bisschen konservativ zu agieren oder weiß gar nicht, ob ich jetzt konservativ oder liberal nennen will, aber einfach zu sagen, Sie wollen jedenfalls nicht vorschnell die H0, also den Status quo, attackieren oder in Frage stellen mit dem Modell, sondern Sie machen halt eine kleine weitere Studie und dadurch sind Sie vielleicht mit 5%, aber vielleicht auch noch konservativer, vielleicht mit 1% als Signifikanzschwelle besser aufgehoben. Also, einmal drüber nachgedacht zu haben, was es bedeutet für Ihre Arbeit, jetzt mit 5% Fehlerwahrscheinlichkeit zu arbeiten, das wäre schon sehr wichtig und sehr hilfreich. Diese Frage jetzt mit der Signifikanz, die führt uns zu dem, was ich jetzt im zweiten Teil vom Video unbedingt noch besprechen möchte, nämlich zu dieser Frage der ja letztlich inhaltlichen Signifikanz. Es ist letztlich ein bisschen ein Unglück, dass, ich weiß nicht, wem wir das genau anlasten können, ich vermute mal Fischer schon, das Wort significant eingeführt hat und das ist letztlich so ein bisschen ein Sprachspiel. Wenn ich sage, those results are significant oder signifikant und in dem Sinne verwerfe ich die Nullhypothese, dann ist es eben ein technischer Vorgang. Ja? Das haben Sie ja jetzt mehrere Videos lang von mir erklärt bekommen. Aber ist damit was über die inhaltliche Signifikanz, die Bedeutsamkeit für die Bevölkerung, für unser Wissen, für unseren Fortschritt impliziert? Sicher nicht in jedem Fall. Und das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer angucken, warum das nämlich nicht der Fall ist. Die Signifikanz im technisch-statistischen Sinne ist etwas anderes als die Stärke, die Bedeutsamkeit ist eigentlich noch das Dritte, aber als die Stärke eines Effektes. Dazu mal ein Beispiel. Das ist tatsächlich publiziert von mir nur, also es ist Teil der Literatur, ich habe sie hier nur ein bisschen zugespitzt sozusagen. Eine Studie untersucht eine sehr große, also auf jeden Fall sehr ordentliche Anzahl von Patientinnen und Patienten über 5 Jahre, und schlussfolgert in dieser Kohorte, die da studiert wurde, die Aspirin genommen haben, hatten weniger Herzinfarkte. Also irgendwie kann ich sagen, das ist die Schlussfolgerung, Ergebnis eines statistischen Tests, wir wissen nicht genau welchen, war wahrscheinlich kein T-Test, aber irgendwie ein statistischer Signifikanztest, der ziemlich genauso funktioniert wie die wir hier besprochen haben. Der schlussfolgert, Aspirin reduziert das Herzinfarktrisiko. P gleich 0,00001. Also 4 Nullen nach einem Komma und dann noch eine 1. Das Problem daran, also erstmal so könnte man das hinschreiben, so steht es dann in dem Fachartikel. Wahrscheinlich ist es auch mit der Grund gewesen, warum dieser Fachartikel dann in einer hochrangigen Zeitschrift erscheint. Sind übrigens auch ein Befund, der es dann vielleicht anderen Studien, die das nicht rausfinden, danach ein bisschen das Leben schwer macht, obwohl es vielleicht die besseren Studien sind, aber dieser Befund ist jetzt erstmal draußen. Wenn man da reinguckt in die Daten, wird man feststellen, und das führt uns zu unserem jetzigen Thema, dass die Stärke dieses Effekts, also
Wie stark ist denn der Zusammenhang zwischen Aspiringabe, ja, nein oder auch Menge des Aspirins und Herzinfarktrisiko? Um wie viel ändert sich denn das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden? Also wenn wir alle ein gewisses Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, die Frage ist ja, darüber hatten wir bei Odds Ratio mal kurz gesprochen, was ist denn jetzt mit dem absoluten Risiko, einen Herzinfarkt zu haben? Also um wie viel hat sich das Risiko jetzt überhaupt auch nur verändert? Das alles stellt sich dann raus bei diesen Daten, ist eigentlich sehr klein. Wir haben ein R, man kann das umrechnen, eine Korrelation von 0,03, also schon ziemlich nah bei allen Standards, ziemlich nah bei 0, würde man sagen. Und man kann ja dann auch diesen Trick machen, vielleicht hilft einem das beim Verstehen, und quadriert dieses kleine R nochmal und findet dann, dass weniger als ein Promille, muss man eigentlich sagen, wenn ich da keinen rechten Fehler drin habe, der Varianz, also der Streuung im Herzinfarktrisiko in dieser großen Gruppe von 22.000 Leuten durch diese Aspiringabe, ja oder nein, erklärt wird. Also irgendwie nichts, wo wir sagen würden, der Zusammenhang ist irgendwie groß, richtig? Also wenn Sie an alles denken, was Sie so bei Korrelationen mit mir besprochen haben, würden wir sagen, das ist ein kleiner Effekt, aber er ist signifikant. Wie passt das zusammen? Erstmal ist es so, dass auf diese Effektgröße erstmal nicht viel geguckt wurde, sondern was sozusagen das weitere Handeln vieler Ärzte, vieler Pharmafirmen, vieler Leitlinien wahrscheinlich stärker diktiert hat, war die Tatsache, dass es wie als ein in Stein gemeißelt dargestellt wurde, Aspirin macht irgendwas mit dem Herzinfarktrisiko, auch ganz abgesehen davon, dass diese kausale Interpretation vielleicht auch nicht gesichert ist. Aber das lassen wir mal außen vor. Die Stärke des Zusammenhangs ist auf jeden Fall klein. Und trotzdem bekommen seitdem sehr viele Patienten, Herz-Kreislauf-Patienten, Aspirin, trotz ja vermutlich sehr geringen Einflusses oder geringer Wirkung, und auch anderen Nebenwirkungen, die Aspirin noch hat. Das ist so die lange Rede, kurzer Sinn, die ich Ihnen hier kurz erstmal zeigen wollte. Und das Problem, was ich da gerade illustriert habe, hat Gene Class, auch ein Statistiker, der sich sehr viel um Effektstärken kümmert, auch mal einen schönen auf den Punkt gebracht, hat gesagt: Statistical significance is the least interesting thing about the results. Das ist das Uninteressanteste an deinen Ergebnissen. Wenn du deine Bachelorarbeit aufschreibst, ist das, was mich eigentlich am wenigsten interessiert, sagt er, ob das jetzt gerade signifikant war oder nicht, nach irgendwelchen Kriterien, die du da definiert hast. You should describe the results in terms of measures of magnitude. Magnitude. Wie groß? Wie viel? Schätzdenken. Ja? Not just does a treatment affect people, yes or no? Testdenken, ja, nein, sondern how much? Ja, nicht ja oder nein, sondern wie viel? Wie stark betrifft denn zum Beispiel deine neue Therapie? Wie viele, manchmal auch umgerechnet in solche Effektstärken wie: Wie viele Leute brauchen denn weniger irgendwie Psychotherapie? Oder wie viele Jahre weniger Krankschreibung haben wir denn, wenn wir deine neue Therapie einsetzen? Das sind die Fragen, die uns auch gesellschaftlich sehr oft interessieren sollten an neuen technologischen Entwicklungen, an neuen medizinischen, an neuen psychotherapeutischen Entwicklungen. Die Frage, das sind alles Fragen der Effektstärke. Genau. Und das müssen wir uns jetzt eben noch kurz ein bisschen anschauen, wo die Effektstärke eigentlich drinsteckt. Über die sind wir bisher ziemlich drüber gegangen, weil wir direkt zum Signifikanztest gegangen sind. Und heute ist der Zeitpunkt, uns das nochmal in Ruhe anzugucken. Die Frage, wie groß war ein Effekt, interessiert Novizen, Leute, die keine Ahnung haben von Statistik, viel mehr oft als die Profis. Die Profis haben im Laufe der Jahrzehnte gelernt, schnell auf einen P-Wert zu schauen, auf eine Aussage, ist das signifikant oder nicht zu schauen, statt zu fragen im Glas, im Sinne von Gene Class, how much, ja, wie groß ist der Effekt eigentlich? Wer das sehr stark getan hat, ist Jacob Cohen, und den sehen wir auch gleich. Der hat sich sehr verdient gemacht um die Idee von Effektstärken. Erstmal ist festzuhalten, jeder Effekt, also jeder Unterschied, den ich messe, muss ich ganz klar sagen, hat irgendeine Stärke. Wenn ich sage, der Blutdruck ist jetzt gerade, nachdem ich eine Blutdrucktablette genommen habe, um 3 Millimeter Hg niedriger als vorher,
dann ist das ein Effekt. Das ist der Effekt dann in diesem einen Patienten. Das kann aber auch ein mittlerer Effekt sein zwischen einer Gruppe von Patienten. Wenn ich sage, heute in der Klausur war ich 2 Punkte schlechter als in der, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, dann kann ich auch sagen, oder wir Statistikerinnen und Statistiker würden das einfach als Effekt bezeichnen. Das müssen Sie aushalten, dass in diesem Begriff des Effekts, wie ich ihn jetzt hier benutze und wie er in der Effektstärke gemeint ist, keine Aussage drinsteckt, dass wir ja eigentlich Effekt im physikalischen Sinne für Kausalbeziehungen reservieren. Das hat damit jetzt gerade einfach mal nichts zu tun. Ja, da haben wir wiederum Fischer zu verdanken. Ein Effekt bedeutet in der Statistik ein Unterschied, ein Zusammenhang. Das sind sogenannte Effekte. Also die sind immer erstmal da in jeder Stichprobe. Es bietet sich aber eben sehr oft an, solche Effekte etwas zu standardisieren, indem wir sagen, wir setzen die ins Verhältnis zu irgendwas. Also ganz ähnlich, wie wir das bei der Z-Transformation gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir bringen Werte auf eine gemeinsame Skala, damit wir sie besser interpretieren können. So etwas Ähnliches macht man gerne auch bei Effektstärken. Und wie in dem Wort standardisieren schon drinsteckt, machen wir das hier auch gerne dann mit der Standardabweichung. Sehen wir gleich. Auch noch vorneweg, weil das jetzt hier auch in dem Herzinfarkt-Aspirin-Beispiel kurz anklang, eine Korrelation ist ein beliebtes Maß der Effektstärke. Ich kann sagen, wie stark ist der Zusammenhang. Und es ist auch ebenfalls eine standardisierte Effektstärke, wenn Sie sich erinnern. Die Kovarianz, muss ich eigentlich sagen, wäre eine Effektstärke auch. Und weil wir die nicht so gut interpretieren können, weil die so stark von den Streuungen unserer Merkmale abhängt, standardisieren wir das, ja. Und die standardisierte Kovarianz ist ja dann die Korrelation. Ja, und natürlich würden Sie mir jetzt alle schon zustimmen, hoffentlich, dass eine Korrelation von 0,8, also 0,8, muss man sagen, stärker ist als 0,03, also 0,03, ja, deutlich stärker. Aber für Gruppenvergleiche vor allem, für diese so einfachen, eingängigen Beispiele von die eine Gruppe hat das neue Medikament bekommen, die andere hat ein Placebo bekommen oder sowas. Ja. Oder ich habe in meiner Bachelorarbeit denen einen erzählt, sie hätten Superkräfte und den anderen habe ich erzählt, Superkräfte gibt es gar nicht oder ich habe ihnen einfach gar nichts erzählt. Solche psychologischen Manipulationen auch, die führen ja oft zu so Gruppenvergleichen, wie wir sie zum Beispiel mit einem T-Test dann auswerten würden. Und die entscheidende Effektstärke dort ist im ganzen psychologischen und auch biomedizinischen Feld Cohen's D. Cohen's D ist benannt nach Jacob Cohen, der ist in den, glaube ich, 1994 oder so verstorben, in den 90ern auf jeden Fall. Auch ein wichtiger Psychologe, muss man sagen, war eigentlich Psychologe von Haus aus, der sich aber um das Konzept von Effektstärke und Signifikanztests sehr verdient gemacht hat. Der hat uns mit dem Cohen's D, was wir uns gleich angucken, eine standardisierte Effektstärke mitgegeben, die wir benutzen können, um zum Beispiel zu sagen, über Studien hinweg, sehen wir gleich, über sehr viele verschiedene Stichprobengrößen hinweg auch, können wir einfach sagen, wie stark weicht denn ein Stichprobenmittel von einem Populationsmittel ab? Zum Beispiel, wie ist die Abweichung dessen, was ich in meiner Arbeit hier in Lübeck gemessen habe, vom bekannten deutschen Landesdurchschnitt zum Beispiel. Ich kann Cohen's D auch verwenden, um eine Änderung im Gruppenmittel anzugucken. Also zum Beispiel hat sich zwischen Prä- und Posttherapie eine Veränderung ergeben. Also Sie sehen jetzt hier vielleicht schon die Parallelen zu den Signifikanztests, wie wir es bei den T-Tests besprochen hatten. Da hatten wir gesagt, ich kann ja mit einem T-Test einen Stichproben-T-Test durchführen, ich kann einen Dependent Samples-Test durchführen, also zum Beispiel eine Änderung in einem Sample mir anschauen. Oder ich kann eben auch zwei unabhängige Samples vergleichen und das kann ich eben auch mit Cohen's D tun. Das ist dann kein Signifikanztest, sondern ich kann einfach mal die Effektstärke ausrechnen für zwei unabhängige Gruppenmittel. Und wie mache ich das? Die Grundidee ist, also was sich abhängig von diesen drei Varianten wieder immer ändert, ist hier unten irgendwie ein bisschen, wie hier unten verfahren wird. Aber die wichtige Grundidee von Cohen's D im sozusagen eingängigsten Fall, ich habe zwei Gruppen, zum Beispiel experimental Placebo, ist zu sagen, wie groß ist der Effekt? Das kann sich jetzt alles sehr an den T-Test erinnern. Das ist nämlich extrem eng damit verwandt, wie wir gleich sehen. Wie groß ist der Effekt?
Aber der könnte ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich weiß, der Effekt ist irgendwie 20 Punkte oder 10 Punkte, dann hilft mir das alles nicht so viel, weil was weiß ich, was du da mit diesen Punkten gemessen hast, erstens. Und zweitens, was weiß ich, wie bei dir die Daten gestreut haben. Und Cohen schlug vor, einfach das tatsächlich wieder an der guten alten Standardabweichung, die wir beobachtet haben, zu standardisieren. Und er macht jetzt hier den Trick, den wir auch schon kennen. Wenn ich es mit zwei Stichproben zu tun habe, zum Beispiel einer Experimentalgruppe, einer Kontrollgruppe, die haben beide, wie hier so ein bisschen angedeutet ist, in diesen Kurven vielleicht ihre eigenen Streuungen auch. Man sieht es hier so ein bisschen, diese blaue Gruppe in A, die hat nun mal ein bisschen eine größere Streuung auch als die Gruppe in B. Sieht zumindest so aus. Und dann sind sie aber eben auch, das ist das, was hier im Zähler betrachtet wird, so ein bisschen im Mittel, ja, in der zentralen Tendenz, so ein bisschen verschoben. Und da wird jetzt eben Cohen's D draus. Und dieser, was ich damit mache, ist eigentlich, ich kann das hier mal mit den Zahlen kurz versehen. Ich könnte sagen, die eine Gruppe hat 36 Punkte erzielt in der Klausur, die andere hat 34 Punkte erzielt. Dann habe ich also einen Unterschied von 2 Punkten. Und dann frage ich aber, das wäre der Effekt, 2 Punkte Unterschied. Aber wie stark ist dieser Effekt? Das kann ich eigentlich erst so richtig sagen, wenn ich die Streuung, ja, klassisches Statistik 1-Thema, wenn ich die Streuung wieder in Bezug hier mit reinhole, sozusagen. Ja? Guck, dass ich Batterie habe, weil mir nämlich hier der Strom ausgeht. Eine Sekunde, wir müssen mal kurz schauen, warum wir hier keinen Strom haben. Jetzt haben wir wieder Strom. Großartig, hier bin ich wieder, es geht weiter. Es kann auch noch eine Weile weitergehen, weil wir wieder Strom haben. Wenn ich diese 2 Punkte ins Verhältnis zu einer gepoolten Streuung in beiden Gruppen setze, dann stellt sich heraus, diese Streuung ist in diesem Beispiel ja, relativ groß, nämlich fast 8 Punkte Streuung. Dann kann ich also sagen, mit meiner, zum Beispiel meiner Manipulation hier, die ich eingeführt habe, habe ich es irgendwie vielleicht geschafft. Vielleicht war ich das ganz kausal. Auf jeden Fall ist da ein Effekt zwischen Gruppe A, die war 2 Punkte besser als Gruppe B. Aber bei 8 Punkten Streuung muss man sagen, relativ zu dieser Streuung ist das eben nur eine Verschiebung um etwa 0,26, eine Viertelstandardabweichung. Ja? Und das ist jetzt was, was ich wunderbar über Studien hinweg vergleichen kann. Und wenn Sie für ein Referat oder so oder auch bald mal Ihre Bachelorarbeit oder ähnliches oder im Praktikum mal mit den Ergebnissen von Meta-Analysen konfrontiert werden, wo also viele Studien verglichen werden sollen, die alle vielleicht erstens andere Stichproben hatten, also so einem Zufallsrauschen der Stichprobenauswahl ausgesetzt sind, anderes N hatten, vielleicht sogar auch ganz leicht andere Protokolle letztlich verwendet haben in ihren Studien, aber alle den gleichen Effekt untersucht haben. Zum Beispiel alle haben die Auswirkung von Aspirin angeschaut, haben also immer Aspirin verglichen mit einer anderen Bedingung. Dann können Sie in jeder dieser Studien so einen Effekt ausrechnen. Das geht sehr oft, zum Glück auch einfach, weil die Leute gut ihre Deskriptivstatistik in ihren Publikationen berichtet haben. Und Sie können sich dann diese Effektstärken standardisieren, in Cohen's D überführen quasi. Sie haben die Effekte und die Mittelwerte, Sie haben die Standardabweichungen, können für jede dieser Studien ein Cohen's D ausrechnen und können so in Meta-Analysen vergleichen. Aggregieren über viele Studien, wie groß ist der Effekt wohl wirklich auf Populationsebene. Das ist ein weiteres wichtiges Plus, was wir durch Effektstärken bekommen. Was für uns ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, ist, wir können Effektstärken ineinander umrechnen. Also merken Sie, wie ich gerade mal nicht von Signifikanz oder nicht spreche, sondern ich spreche davon, wie groß ist der Effekt. Ich stelle jetzt einfach mal in den Mittelpunkt meiner Überlegungen, wie groß ist der Effekt eigentlich? Und wir hatten vorhin im Aspirin-Beispiel gesehen, da war eine Korrelation drin gesteckt in diesem hochsignifikanten Ergebnis, P kleiner 0,001, also würde jedes vorstellbare Signifikanzniveau 5%, 1%, wahrscheinlich auch nur ein halbes Prozent reißen, wäre immer signifikant. Nichtsdestotrotz, der Effekt ausgedrückt als R war sehr, sehr klein. Ich will Ihnen hier auf dem Slide nur noch zeigen, wie Sie Effektstärken dank dieses übrigens hier auch hinterlegten Excel-Sheets, das können Sie auch einfach googeln, wenn Sie mal Convert Effect Sizes eingeben, kommen Sie auf Excel-Sheets, Sie kommen auch vor allem auf die Formeln in den entsprechenden Lehrbüchern, können Sie umrechnen. Ich kann also dieses R zum Beispiel umrechnen in das, was wir gerade kennengelernt haben, in Cohen's D. Also ich kann, obwohl Sie natürlich zu Recht jetzt einwenden werden, das eine ist doch
eigentlich Pearsons R nehme ich doch, wenn ich zwei intervallskalierte Variablen habe. Und Cohen's D nehme ich doch, wenn ich quasi einen Gruppenvergleich irgendwie mache. Oder irgendwie solche, ja, letztlich irgendwie, ja, Gruppenvergleich habe. Schon richtig. Ja, aber Sie können die Effektstärken, die ja beides standardisierte Effektstärken sind, ineinander umrechnen. Die stehen in einem eigentlich recht einfachen mathematischen Verhältnis zueinander. Und das ist wichtig für uns, weil wir damit auch die eine Studie hat das mit dem Aspirin vielleicht als Korrelation gemessen, weil sie irgendwie das Studiendesign so war. Die andere hat es vielleicht als Gruppenvergleich gemessen und hat entsprechend einen Mittelwertsvergleich drin. Können Sie ineinander umrechnen und kommen dann so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass sowohl als R ausgedrückt im Herzinfarkt-Aspirin-Beispiel der Effekt wirklich klein ist. Sie werden niemanden finden, der dessen einen großen Effekt nennt. Und genauso in Cohen's D kann man sich dann auch schön vorstellen, wenn man den gleichen Effekt sich als Cohen's D vorstellt, diese Verschiebung von zwei Verteilungen, muss man sagen, in Cohen's D von 0,06. Bedeutet denn das? Wir runden mal ein bisschen auf und sagen, okay, lass es Cohen's d von Punkt 1 sein, wo es kleiner ist. Aber was hieß denn eine Verschiebung von Punkt 1? Das wäre ein Zehntel einer Standardabweichung. Ja? Ich habe Ihnen das auch mal visualisiert, wie das aussehen würde. Wenn wir mal dabei bleiben, dann könnten wir uns für uns selber einfach mal das so visualisieren, dass wir sagen, das, was Sie hier sehen, diese zwei Kurven, die sind jetzt, habe ich so gemacht für Sie, tatsächlich um 0,06 Standardabweichungen verschoben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, oder? Klassischer Spruch, aber an der Stelle war, der Effekt ist mit dem bloßen Auge so nicht zu erkennen. Ja? Und genauso kann ich auch mal visualisieren, wie eine Korrelation von Punkt 0,3 aussehen würde. Das ist eine Punktwolke. Ich habe hier einfach mal 1000 Datenpunkte generiert, die dieser Korrelation folgen. Also diese Punktwolke zeigt, können Sie mir glauben, eine Korrelation von Punkt 0,3. Und wie Sie sehen, sehen Sie wiederum eigentlich nichts. Ihr ganzer Trick, wie Sie so Korrelationen ablesen können von solchen Plots, wird Sie hier im Stich lassen. Sie sehen, das funktioniert nicht so richtig. Sie sehen eigentlich nichts. Sie würden, wenn ich Ihnen das Bild zeige in der Klausur, würden Sie wahrscheinlich sagen, Korrelation ist quasi null und Sie hätten damit ja auch recht. Ja, es ist ein sehr kleiner Effekt. Was haben wir denn jetzt gesehen mit diesen Effektstärken? Wir haben bemerkt, okay, Cohen's D zum Beispiel als klassische Effektstärke von Cohen. Da habe ich im Zähler wiederum so einen Effekt, einen Unterschied, den ich beobachtet habe in meinen Daten. Wir reden mir jetzt gerade nur über die Stichprobe. Und das teile ich durch die Standardabweichung. Und das ist ein Trick, den wir also jetzt schon öfters in der Statistik 1 hatten. Eigentlich hatten wir neulich erst beim Ausrechnen einer T-Statistik ganz ähnlich, waren wir ganz ähnlich vorgegangen. Wenn Sie sich erinnern an die, was ich die Anatomie der T-Statistik genannt hatte. Durch was unterscheidet die sich jetzt eigentlich von dem? Die unterscheidet sich eigentlich nur in zwei Punkten. Zum einen wird bei einer Teststatistik direkt Bezug auf eine Hypothese genommen. Das fehlt hier, weil hier, wenn Sie so wollen, eine Effektstärke, was sehr, sehr Deskriptives ist. Ja, da wird in dem Sinne überhaupt nichts geschätzt. Das ist der Effekt, wie er in den Daten drin steckt. Und das ist die Standardabweichung, wie sie in den Daten drin steckt. Bei einer Teststatistik machen wir letztlich vor allem das ist die wichtigste Änderung, um die es mir hier geht. Wir müssen ja bei einer Teststatistik sagen, wir haben einen Effekt, zum Beispiel einen Mittelwert oder einen Mittelwertsunterschied, und den teilen wir durch seine Standardabweichung. Und seine Standardabweichung von dieser Schätzgröße ist dann natürlich der Standardfehler. Wie wird aus einer Standardabweichung ein Standardfehler? Zur Erinnerung, das geht so, dass wir die Standardabweichung durch Wurzel n teilen, also die Wurzel aus der Stichprobengröße. So, und jetzt ist es wichtig, dass man die zwei Formeln hier sich anguckt. Da muss man sagen, hä, alles, was das da hinten von dem da unterscheidet, ist doch, dass hier nochmal durch Wurzel n geteilt wird. Und wenn das wahr ist, dann kann ich doch sagen, es besteht also auch ein sehr simpler Zusammenhang zwischen einer Teststatistik t und dem, was Cohen als Effektstärke Cohen's D bezeichnet hat, nämlich ich kann einfach dieses D nehmen und mal dieser Stichprobengröße, Wurzel aus der Stichprobengröße, also letztlich mal der Stichprobengröße irgendwie nehmen und komme dann auf die Teststatistik. Was will ich jetzt gerade von Ihnen? Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil das wie so eine Art
Faustregel ist, die Sie unabhängig von den mathematischen Details bitte mitnehmen sollen aus Statistik 1. Teststatistiken, die wir bei Signifikanztests ausrechnen und berichten, die sind für die substanzielle Aussage dessen, was Sie da untersuchen, nicht besonders interessant. Denn die sind immer eine Funktion, sage ich mal, aus dem, was Sie an Effektstärke in Ihren Daten drin haben, mal der Stichprobengröße, die Sie benutzt haben, um dieses Problem zu untersuchen sozusagen. Also hier nochmal, Effektstärke mal Stichprobengröße oder Wurzel aus der Stichprobengröße. Und je nach Teststatistik, bei T ist es wirklich genauso, bei anderen Teststatistiken, F-Statistiken, Chi-Quadrat-Statistiken, wo wir noch hinkommen, ist es ein bisschen komplizierter oft. Also die Formen sind komplizierter, aber die Logik bleibt immer die gleiche. Ein Signifikanztest kann nichts anderes machen, als zu nehmen, was in der Stichprobe drinsteckt an Effekt und das zu gewichten letztlich mit der Stichprobengröße, mit der das zustande kam. Deshalb gibt es böse Zungen, die sagen, ein P-Wert, der ja direkt an der Teststatistik hängt, ist nichts anderes als ein sehr aufwendiges Maß für die Stichprobengröße. Das ist natürlich jetzt ketzerisch, aber denken Sie an dieses Aspirin-Beispiel. 22.000 Leute, Mini-Effekt, bums, signifikant. Denken Sie an die Facebook-Studie, die ich, glaube ich, im ersten Video zur Einführung mal kurz erzählt habe. Sonst googeln Sie mal Facebook-Studie, Facebook-Study, Positive Words, Timeline oder sowas. Dann finden Sie diese Studie. Die hatte, kam in PNAS raus, 2014, 15, hatte 600.000 Leute, Riesenstichprobe, ebenfalls Mini-Effekt. Ja, klar ist es signifikant, weil diese Regel, die wir hier auf diesem Slide haben, gilt. Die Teststatistik muss größer werden, wenn die Stichprobe größer wird, bei gleichbleibendem Effekt. Oder bei gleichbleibender Stichprobengröße müsste der Effekt dann schon entsprechend groß sein, damit es signifikant wird. Und das habe ich für Sie nochmal hier auf diesem Slide. Also, wir sagen, dieses Verhältnis gilt sozusagen. Effektstärke mal Stichprobengröße oder mal Wurzel aus Stichprobengröße ergibt uns eine Teststatistik. Daraus folgt, bei der Aussage signifikant, die H0 verwerfe ich, an die glaube ich nicht mehr, kann ich auf zwei sehr unterschiedliche Arten kommen. Ich kann dahin kommen, dass ich in meiner Stichprobe, und das kann sehr wohl Glück gewesen sein, das wissen wir nicht, in meiner Stichprobe eben beobachtet habe einen, ja, großen Effekt. Warum groß? Cohen's D, Sie sehen es auch hier, ist eben so, dass diese Mittelwerte hier um mehr als eine Standardabweichung oder eine gepoolte Standardabweichung verschoben sind. Das ist eine große Verschiebung. Wenn ich quasi die Standardabweichung von der einen Normalverteilung mir angucke und dann um so viel die eine Standardabweichung die andere Verteilung dazu verschiebe, dann muss ich sagen, wow, großer Effekt. Also Beispiel für eine Effektstärke von 1, Cohen's D von 1 wäre, Frauen sind größer als, Männer sind größer als Frauen um 10 cm im Mittel und die Standardabweichung ist zum Beispiel 10 cm. Sagen wir mal ein bisschen vereinfachend, stimmt sogar etwa vielleicht. Dann könnte ich sagen, die Effektstärke für Körpergröße beträgt 10 cm. Beträgt 10. Nein, oh Gott, Cut. Wenn ich sage, ich habe in einer Stichprobe gefunden, dass die Männer 10 cm größer sind als die Frauen, das wäre der Effekt, 10 cm. Und die gepoolte Standardabweichung von Frauen und Männern zusammen ist aber auch 10 cm. Dann habe ich 10 cm durch 10 cm ist 1, das wäre Cohen's D von 1. Das wäre zum Beispiel, wenn ich nur ein kleines n hatte von 10, trotzdem vielleicht ausreichend, vielleicht, um zu dem Schluss zu kommen, das ist signifikant. Ich kann aber auch zu dem Schluss kommen, dass es signifikant ist, wenn ich eine ziemlich große Stichprobe hatte von zum Beispiel 200 Leuten und einen relativ kleinen, relativ kleinen Effekt beobachtet habe, eine Verschiebung um eine Viertelstandardabweichung, Cohen's D von 1/4, 0.25. Ja? Also Sie sehen, wie wenig Sie wiederum wissen, wenn Sie nur wissen, irgendwas war signifikant. Wissen Sie nicht, lag es daran, dass diese Person in ihrer Studie jetzt hier eben einen großen Effekt hatte bei kleinem n
Oder lag es daran, dass es ein kleiner Effekt war bei großem N? Natürlich haben sie sehr oft N, also eigentlich immer. Und die Norm in unserem Feld ist eben auch zunehmend, auch die Effektstärke zu berichten. Sie können, wie Sie wissen, die Effektstärke immer ausrechnen. Wenn Sie T haben und wenn Sie N haben, können Sie wieder sozusagen zurückkommen zur Effektstärke. Aber es ist doch jetzt gute Tradition, eben beides direkt zu berichten. Eins sage ich dazu noch, um es noch ein bisschen kompliziert, nicht komplizierter zu machen, aber um noch eingängiger zu machen. Wenn Sie zu mir in die Sprechstunde kommen und Sie sagen, ich hatte nur 12 Leute in meiner Studie, aber es ist signifikant, dann bin ich auch nicht beeindruckt, weil dann weiß ich schon, ja, dann hatten Sie offensichtlich einen großen Effekt. Denken Sie an dieses obere Beispiel. Es geht gar nicht anders. Sie können, es ist nichts, sozusagen wirklich jetzt hier kein Würfeln oder keine Magie, ob ein Test signifikant ist oder nicht. Es folgt einfach aus der T-Statistik und den Freiheitsgraden, dass nur ein großer Effekt bei kleiner Stichprobe ausreichend extreme Teststatistik produziert, damit Sie dann auch Signifikanz behaupten können quasi. Also diese Beziehung von Teststatistik, Effektstärke und Stichprobengröße, die gilt im Prinzip immer bei allen Signifikanztests und sollte Ihren Enthusiasmus einfach erstmal dämpfen und Sie sehr vorsichtig werden lassen, wenn jemand behauptet, irgendwas ist signifikant. Erstmal fragen, wie groß war die Stichprobe? Und dann eigentlich schon wissend, ob das ein großer oder ein kleiner Effekt war. Und es ist eben eine echte entscheidende Frage des Schätzdenkens und hat mit Signifikanztests auch erstmal nichts zu tun, zu fragen, wie groß ist der Effekt denn auf Populationsebene eigentlich? Also das, was uns eigentlich wiederum als Policymakers oder als Gesellschaft interessieren sollte, wenn jemand behauptet, ein neues Medikament hilft gegen eine Krankheit, dann interessiert uns schon, womit wir so rechnen können auf Populationsebene. Also wie viele Leute werden denn weniger sterben, wenn wir das Medikament geben? Oder wie viele Leute muss ich denn erstmal behandeln, bis einer irgendwie bis bei einem anschlägt oder so? Das sind Überlegungen von Effektstärke auf Populationsebene, die uns interessieren sollten. Gut, darauf bin ich eingegangen. Der zweite Punkt hier unten, da bin ich noch nicht so genau drauf eingegangen, macht das Problem mit dem Signifikanztest nur noch schlimmer. Kaum ein Effekt auf Populationsebene ist exakt null. Wie Sie aber gesehen haben, formulieren wir sehr oft unsere Nullhypothesen, so die sogenannten Nil-Null-Hypotheses, dass wir sagen, wir gehen davon aus, Männer und Frauen sind genau gleich. Die Mü-Differenz ist null. Also Mü-Männer gleich Mü-Frauen oder Mü der einen Population gleich Mü der anderen Population. Dahingehend, das ist die gleiche Population, zumindest im Sinne des Erwartungswertes. Das ist in den seltensten Fällen genau wahr. Also so funktioniert die Natur einfach nicht. Vielleicht gibt es zum Beispiel einen sehr, sehr kleinen Geschlechtsdimorphismus, das eben das hat mit der Gehirnentwicklung zu tun oder sonst was. Ja, vielleicht sind Frauen um irgendwie einen halben Intelligenzpunkt besser. Vielleicht ist es so. Interessiert uns das? Ändert es irgendwas? Hat es irgendeine praktische Relevanz? Vielleicht nicht. Aber das Problem für den Signifikanztest als Idee ist eigentlich noch gravierender, denn das heißt ja dann ist die Nullhypothese eigentlich immer falsch. Also, und das ist auch ein echtes Problem, dass unter Umständen alle Nullhypothesen, die wir so jemals testen, eigentlich sowieso schon falsch sind. Und damit auch die P-Werte wirklich gar nichts aussagen, denn sie sind ja dann bedingt auf eine Aussage, nämlich auf die Aussage, wenn die Nullhypothese gilt, die vielleicht echt Makulatur ist, wie man so sagt, die wirklich hinfällig ist, weil die Nullhypothese gar nicht, also einfach extrem unwahrscheinlich ist, dass die Nullhypothese jemals wahr ist. Das ist jetzt, ist mir schon sehr tief in so einer, in dem, was man Statistical Cognition nennen könnte, aber es ist, glaube ich, so gegen Abschluss von Statistik 1 schon mal gut, dass Sie sich mit diesen Gedanken auch auseinandersetzen. Ja, und aus all dem Grund ist es auch so, dass viele Kolleginnen und Kollegen an dem Punkt sind, wo sie sagen, geht es nicht auch ohne statistische Signifikanz? Was haben wir jetzt wirklich gewonnen mit diesen Signifikanztests? Sind wir nicht eigentlich völlig gut aufgestellt, wenn wir schätzen können, wie groß ein Effekt auf Populationsebene ist? Das könnten wir doch machen, indem wir Effektstärken bestimmen. Und für Effektstärken, das haben wir jetzt hier nicht so gemacht, aber das kann man machen, für die Effektstärken zum Beispiel Konfidenzintervalle ausrechnet.
Oder was ich vorher angedeutet habe, sie haben 20 Studien gemacht und hier sehen wir jetzt mal nur zwei Studien, aber sagen wir mal, wir hätten 20 gemacht, dann hätten wir eben 20 mal so ein Cohen's D ausgerechnet und würden dann sehen, wow, diese Cohen's Ds, die liegen eigentlich alle ziemlich beieinander. Dann kommen wir irgendwann doch auch zu dem Schluss, da ist ein Effekt auch auf Populationsebene. Ja, da haben wir 20 Studien zu dem Thema gemacht, jedes Mal kam ein Cohen's D raus, was irgendwie größer 0 war, das heißt doch, da ist ein Effekt. Und das Problem eben, also warum nicht so, das ist die Frage und das ist das, was dieses Paper hier, was Retire Statistical Significance hieß und 2019 in Nature erschienen ist, von dem Sander Greenland, den haben wir vorher schon mal gesehen, als es um diesen Surprisal ging, der hat empfohlen, den P-Wert als Überraschung zu interpretieren und der Valentin Amrain, in Lübeck geboren, übrigens der Kollege, wenn ich es richtig weiß, Professor für, glaube ich, Zoologie oder so in Basel, die vertreten eben sehr stark diese Idee, dass man eben auf die Substanz der Effekte schaut, statt sich von so einem Dichotom, ist es jetzt gerade signifikant oder nicht, blenden zu lassen. Und sie zeigen als Beispiel in diesem Paper auch sehr eindrücklich, wie ich finde, wie zwei Studien, die blaue Studie und die rote Studie, letztlich genau die gleiche Schätzung produziert haben. Also auf der Basis ihrer jeweiligen Stichprobe haben die einen Cohen's D ermittelt von, ich habe jetzt hier keine Zahlen, aber irgendwie ein Cohen's D von, sagen wir mal, vielleicht 1,5 oder sowas. Oder es könnten auch Odds Ratios sein, es könnten Korrelationen sein, aber auf jeden Fall, da ist was, da ist Substanz, sollte man meinen, sagt diese Studie. Und diese blaue Studie kommt darüber hinaus noch zu dem Schluss, dass der P-Wert sehr klein ist. Sie behauptet Signifikanz. Warum? Weil sie entweder weniger Rauschen in den Daten hatte und dadurch eine genauere Schätzung bekommen hat oder wahrscheinlicher ein größeres N hatte einfach und deshalb genauer schätzen konnte, dann wird auch, das haben wir auch gesehen, so ein Konfidenzintervall, wie es hier noch eingezeichnet ist, kleiner. Und das Konfidenzintervall schließt hier die 0 nicht mit ein. Und wir würden deshalb in dieser blauen Studie sagen, signifikant. Und die rote Studie, wenn Sie mal bitte schauen wollen, die Punktschätzung dieser roten Studie ist genau die gleiche. Also die Effektstärke war genau die gleiche. Aber wir kommen dort in der Studie zu einer anderen Schlussfolgerung, weil eben rauschiger geschätzt wird. Also verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich würde ich auch dieser blauen Studie mehr vertrauen. Aber wenn ich nun mal beide Studien nebeneinander halte, dann muss ich doch sagen, ich kann auf keinen Fall, und darum geht es hier auch, wenn hier steht Beware False Conclusions, ich kann auf keinen Fall folgern, die eine hätte das so gefunden und die andere hätte es so gefunden. Die Studien finden zunächst mal dasselbe, sie finden denselben Point Estimate, dieselbe Punktschätzung, tun dies aber mit unterschiedlicher Präzision, ja, und kommen deshalb, wenn es überführt wird, in eine Signifikanzaussage zu unterschiedlichen Aussagen. Das ist sozusagen ein Problem, was man nicht hätte, wenn man das ganze Konzept der statistischen Signifikanz eben nicht verwenden würde. Ja? Mit diesem sehr skeptischen Ausblick möchte ich abschließen, dieses sehr lange Video. Sie haben 1 Stunde und 12 Minuten durchgehalten oder haben zumindest bis hier zum Schluss durchgesappt und haben dann hoffentlich hier am Schluss nochmal so eine Ladung Skeptizismus abbekommen, was wir mit statistischer Signifikanz wirklich gewonnen haben. Und akzeptieren Sie das einfach, dass das Feld auch in Bewegung ist. Statistische Signifikanz war eine sehr wichtige, war ein wichtiger Meilenstein in der Statistik und hat uns durch Fisher und durch Neyman Pearson auch viel gebracht, aber wir haben heute nochmal gesehen, dass die Fallstricke der Fehlinterpretation sehr zahlreich sind und wir haben auch gesehen, dass es gern zu so einem hohlen Ritual verkommt und wir sehen jetzt hier am Schluss vielleicht nochmal als Vorschlag, dass es vielleicht doch auch sogar ohne gehen könnte. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.